Wir haben einen Tweet, einen Zuschauer-Tweet, den wir hier einblenden können, auch einmal zum Thema FC Bayern München. Den möchte ich euch nicht vorenthalten. Ihr dürft natürlich auch immer auf... Ist es Pletti? So. Ich dachte, das ist ein Zuschauer-Tweet. Ja, gut. Ist jetzt, es ja vielleicht. Jetzt auf Englisch oder was? News. Kimmich. Ich... Also, FC Bayern. Zum zweijährigen Jubiläum haut ihr mir einen englischen Tweet von Pletti aufs Ohr, oder was? Also, ihr seid krass, wirklich. Also, FC Bayern, are indeed prepared to sell Kimmich this summer if a suitable offer comes in. Additionally. Ah, thank you. Joshua Kimmich is not ruling out a move and he's open to discussions with potential buyers. Hey, also jetzt mal ohne Spaß. Also da werde ich mit der Regie nochmal reden, ne? Zum zweijährigen Jubiläum. Kannst du absetzen, das Ding. Ja, also Pletti ist kein Zuschauer, aber wir haben Tweet. Und um mal thematisch den Weg zurückzufinden, ist Joshua Kimmich dann vielleicht doch ein Verkaufskandidat, wie wir es jetzt gerade durch Pletti herausgefunden haben. Haltet ihr es für ein realistisches Szenario? Ich finde, er kommt so ein bisschen wie so ein Zänkerer rüber immer. Er meckert und meckert und meckert. Pletti jetzt, oder wer? Touché. Nee, Joshua Kimmich irgendwie. Und wenn es dann darauf ankam, genau die Kapitänsrolle zu übernehmen, also voranzureiten und mit der einen Superleistung das ganze Team zu tragen, war das dann vielleicht gerade nicht sein Abend. So glaube ich. Weiß ich nicht, ob er vielleicht seinen eigenen Ansprüchen hinterherläuft oder, wir haben ja auch viele Videos gesehen im Internet, wie er dann mit den Kollegen umgeht, dass es dann im Training nicht reicht und dann wird er sehr ungehalten, also nahezu unhöflich, ob das jetzt was mit einem geilen Mindset zu tun hat oder einfach nur dicke Eier, die er gerade nicht füllen kann, weiß ich, kann ich nicht sagen. Nein, es ist ja, man muss ja mal, also permanente Ansage an alle anderen, aber dann nicht abliefern, wenn es darauf ankommt, das ist halt ein doofer Bumerang und den fängst du halt dann selber nicht auf. Wobei mir jetzt nicht viele Spiele einfallen, wo er wirklich schlecht war. Also das ist immer schwierig bei Kimmich. Und ich glaube, wir haben auch das Gefühl, und das ist aber auch so eine deutsche Krankheit, dass wir die Spieler, gerade unsere besten Spieler, immer danach bewerten, was sie nicht können. Dass wir mal sagen... Ich gebe dir völlig recht. Ich gebe dir zu 1000% recht, und mir geht es gar nicht darum, Kimmich schlecht zu machen. Ich gebe dir zu 1000% recht. Was mir aber nicht gefällt, ist, wenn man permanent die Schultern auf andere abwälzt und dann Leute anschreit, dass sie im Training da eine scheiß Leistung abliefern und dann eben nicht vielleicht die Kritik an sich selber ranzulassen, sondern nach außen immer erstmal die anderen sieht. Ansonsten gebe ich dir völlig recht, wir sollten eigentlich diejenigen heben, die uns groß gemacht haben. Deswegen wollte ich nur kurz gesagt haben. Nee, ich kann das nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Ich sehe halt immer nur mit Kimmich einen Spieler, der natürlich versucht voranzugehen, aber der ja auch technisch, taktisch sehr viel mitbringt, den du einfach auf eine Rechtsverteidigerposition ziehen kannst und jetzt nach 2-3 Wochen Eingewöhnungszeit wuppt er das. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da, wenn die Bayern ihn verkaufen, was ja auch, wenn man so hört, da gibt es auch hinter den Kulissen immer wieder Stress und zum Beispiel diese Impfgeschichte ist ja auch eine Geschichte, die sehr lange nachgewirkt hat, auch auf seine Außendarstellung. Aber ich kann mir vorstellen, da wird sich irgendein ausländischer Club sehr freuen. Und dann hast du so ein Großszenario zum Beispiel, der nach Real Madrid geht, bei Bayern nicht gewollt ist, wegen zu leise und nicht. Und dann eben da der Held der Stadt ist. Und das kann ich mir bei Kimmich genauso vorstellen, wenn der nach Manchester, nach Barcelona oder wo auch immer hingeht. Also dazu, ich schließe mich ganz dir an. Weil ich muss sagen, wenn man die letzten Jahre betrachtet, ist es schon einer unserer deutschen absoluten Top-Klasse-Spieler. Und wir sind, glaube ich, in Gesellschaft so, dass wir das Leistungsmaximum als Maßstab nehmen. Und natürlich hat er einen anderen Maßstab als vermeintlich ein anderer Spieler. Aber trotzdem, wie eben auch gesagt, waren jetzt wenig Spiele dabei, wo man sagt, okay, der war vom Durchschnitt gesehen schlechter. Und trotzdem, klar, wenn man einen Typen fordert und sagt, okay, wir wollen Menschen, die die Meinung sagen, wir wollen ehrgeizige Spieler, die sich zerreißen auf dem Platz und es läuft halt nicht, dann sind es halt auch die Ersten, die dafür kritisiert werden. Und ich glaube erstmal, und das muss man ihm sehr hoch anrechnen, in jedem Spiel, in jeder Trainingseinheit möchte der gewinnen und möchte der maximalen Erfolg für Bayern München, für die Nationalmannschaft, egal wo er spielt, auf welcher Position. Und wenn es dann eben nicht perfekt läuft, natürlich kommt da auch Kritik. Aber ich würde trotzdem auch, wie du eben gesagt hast, wir bewerten die deutschen Top-Spieler, Ausnahmespieler immer an dem, was sie nicht können. Und
Ich glaube, wir könnten uns viele Scheiben abschneiden von einem Joshua Kimmich in Deutschland. Ja, Joshua Kimmich bleibt ein umstrittenes Thema beim FC Bayern München, wie wir gerade erfahren haben. Wir haben übrigens hierfür auch unser neues Umfragetool genutzt. Ihr solltet eine Zahl zwischen 1 und 2 reinschreiben. 20% von euch haben nur 3 reingeschrieben. Das war natürlich sehr, sehr schlau. Aber das werden wir jetzt in Zukunft häufiger nutzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 58% sind dafür, dass Joshua Kimmich dem FC Bayern München erhalten bleiben sollte, weil er eine unverzichtbare Qualität hat. Circa 20% eben aber auch dafür gestimmt, dass sie glauben, dass Bayern und Kimmich dieses Kapitel eben in Zukunft enden sollte. Daran sieht man natürlich, dass da schon irgendwo Spannungen sind. Würdet ihr da vielleicht auch dem Verein einen Vorwurf machen, dass man Kimmich nicht richtig geschützt hat? Ich meine, mit Tuchel scheint er ja auch nicht so richtig warm geworden zu sein, oder Mia? Ich glaube, mit Tuchel ist Kimmich tatsächlich nie warm geworden. Das sieht man vielleicht auch daran, dass Thomas Tuchel nach seiner Demission angekündigt hat, jetzt endlich so aufstellen zu können, wie er will, und Kimmich direkt auf die Rechtsverteidigerposition gerückt ist. Das spricht natürlich Bände. Ich glaube, Joshua Kimmich würde einen Wechsel guttun. Und damit will ich gar nicht sagen, dass ein Wechsel dem FC Bayern guttun würde, aber ich glaube, mit Joshua Kimmich ist es fast ein bisschen verhext, weil wie hier links und rechts von mir schon mustergültig dargelegt wurde, bringt der Mann unglaubliche Qualitäten mit. Der ist in seinen, wenn er sein Potenzial tatsächlich auf den Platz bringt, was er oft tut, ist ein Weltklasse-Mittelfeldspieler. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das Problem ist so ein bisschen, dass er zum Gesicht des Misserfolgs geworden ist beim FC Bayern, vor allem auch in der Nationalmannschaft in letzter Zeit, weil er es nie geschafft hat, zu dem Führungsspieler zu reifen, den viele in ihm gesehen haben, nachdem er auch unter der Leitung anderer Persönlichkeiten so ein bisschen dieses auch super erfolgreiche Bayern-Jahr 2020 mitgestaltet hat. Ich glaube, dass er vor allem an dieser Führungsspielerrolle in Teilen gescheitert ist, trotzdem natürlich immer ein klasse Spieler war. Und ich glaube, dass er jetzt eben, also ich meine, es ist unfassbar, 2020 haben wir alle noch gesagt, Alter, das ist irgendwie einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, und heute ist er fast ein bisschen zum Boxsack geworden für viele, wenn es beim DFB nicht läuft, wenn es bei den Bayern nicht läuft, wenn Kimmich nach dem Pokal aus in Saarbrücken im Auto sitzt, halten alle die Kamera drauf, weil er halt grimmig reinblickt irgendwie. Und im, ja, aber Internet soll er sich freuen? So, ne? Wir können auch eigentlich uns freuen darüber, ja, dass der sich ins Auto setzt und nach Abpfiff so sauer über diesen Misserfolg ist, dass er sagt, ich kann jetzt nicht die Musik anmachen, ich kann mich nicht freuen, weil das mein Leben, und wohl wissend, dass das mehrere Wochen in den Medien ausgeschlachtet wird, wer was woran schuld ist, und ihn das einfach von innen zerfrisst, eben nicht DFB-Pokalsieger geworden zu sein in diesem Jahr, und das vielleicht schon zum zweiten oder dritten Mal hintereinander. Klar, also ihm kann man in der Situation sowieso keinen Vorwurf machen, aber ich finde, man merkt jetzt gerade auch in den letzten Wochen irgendwie jedes Mal, wenn Kimmich auf der Bank irgendwie von den Kameras eingefangen wird, wie er irgendwas zu einem Kollegen sagt, wenn es halt gerade 0-3 gegen Leverkusen steht, geht das sofort überall rum und alle sagen, ja, hier Joshua Kimmich, und er ist halt so sehr zu diesem Gesicht von verzwickten Situationen sowohl beim DFB als auch bei den Bayern geworden. Ich glaube, das tut ihm Unrecht, und ich kann mir dann eben genau vorstellen, dass, wie du gesagt hast, wenn er vielleicht so einen Toni Kroos-Move macht oder irgendwo hingeht, vielleicht wo er auch in eine funktionierendere Mannschaft stößt und dann eben auch besser seine eigenen Qualitäten einbringen kann, dass die Joshua Kimmich-Geschichte dann nochmal irgendwie einen ganz anderen Dreh bekommt und nochmal vielleicht weiter in die Richtung geschrieben wird, wie es eben 2019, 2020 sich angefühlt hat. Weil damals wurde in Deutschland definitiv anders über Joshua Kimmich gesprochen als jetzt. Nochmal vielleicht zu deiner Aussage wegen Tuchel, weil er ja dann die Aussage getätigt hat in Richtung, er kann jetzt aufstellen, wie er denkt, muss auf nichts mehr Rücksicht nehmen. Ich glaube oder ich hoffe, dass er mit Julian Nagelsmann Kontakt hatte, der ihm gesagt hat, ich sehe Joshua Kimmich bei der Europameisterschaft hinten rechts, lass ihn bitte hinten rechts spielen, damit er da schon seine Spielpraxis sammelt, weil er jetzt ja über Jahre nur noch auf der 6 gespielt hat und das natürlich auch was mit Selbstvertrauen etc. zu tun hat. Und ich hoffe, dass so eine Kommunikation stattfand, und dann finde ich es wiederum von Tuchel stark, dass er dann eben nicht sagt, nee, ich ziehe jetzt hier mein Ding durch, ich möchte Kimmich vielleicht auf der 6 lassen, sondern da vielleicht auch dann nachgibt zum Wohle Deutschlands, der Europameisterschaft, und dann eben sagt, okay, Kimmich spielt jetzt hinten rechts. Glaubt ihr, Joshua Kimmich wird in Zukunft
wenn dann vielleicht mal irgendwann die Karriere vorbei ist, auch so ein Spieler sein, über den man sagt, der war schon gut eigentlich. Also schon besser, als er gemacht worden ist. Aber das sind doch alle, oder? Also ich war noch live dabei, als Bastian Schweinsteiger das Chefchen war. Also das war so anno 2010. Da hat niemand gesagt, da haben alle gesagt, Lahm und Schweinsteiger, mit denen kannst du nicht Weltmeister werden. Wir waren ja noch, wir sind alt genug, wir waren noch damals dabei bei den Danke Schlachten. Danke für die Sippenhaft, aber ja, wir sind alt genug. Ja. Ja, oder genau dasselbe, wenn du dir anguckst, wie bei Beckenbauer zu Beckenbauers Zeiten geschrieben wurde, wie bei Fritz Walter zu Fritz Walters Zeiten geschrieben wurde. Diese Nachrufe kommen ja immer erst nach der Karriere. Wo dann so alt bin ich übrigens nicht. Nee. Aber man muss also generell ja auch sagen, dass wenn wir über Weltklasse-Auszeichnungen nach der Karriere reden, muss es auch Weltklasse-Leistung gegeben haben. Und ich glaube so 2014 Weltmeister, die alle haben sich damit ein Denkmal gebaut. Und hoffentlich schafft es ein Joshua Kimmich noch, uns dahin zu führen. Und dann wird da auch drüber geredet, weil der Erfolg meiner Meinung nach kaschiert am Ende immer die Geschichte. Aber wir reden doch nur so kontrovers über ihn, weil wir einen anderen Maßstab an ihn anlegen. Wenn einer sich selber so hoch setzt und auch zu Recht, und das Mindset ist ja super, aber wir reden ja deswegen so kontrovers über ihn, weil er ja die Leaderrolle einnehmen will. Er will ja der Beste unter all denen sein. Also wird er natürlich auch anders bewertet und dann wird er mitunter auch unfair bewertet, aber das lockt er ja mit seinen Aussagen und mit dem, wie er seinen Beruf sieht. Und ich glaube, das ist das Problem. Da können wir alle großen Sportler weltweit nehmen, egal aus welcher Epoche. Du musst halt dann, beim Basketball musst du halt in den letzten Sekunden permanent die Buzzerbeater werfen, damit man über dich redet, und da musst du immer wieder abliefern, genau wie es im Fußball auch ist. Da musst du halt diese Spiele alleine für eine große Mannschaft entscheiden. Aber wenn wir jetzt so reden, die letzten 5 Jahre oder letzten 8 Jahre, was hat er erreicht, was hat er gewonnen? Wir haben jetzt gerade einen nicht so gutes Bayern-Jahr in der Mannschaft, wo, glaube ich, nur Harry Kane so als der Heilsbringer heraussticht, in einem Konstrukt, was alles nicht so perfekt, glaube ich, funktioniert, gibt es einen Gewinner, Harry Kane wahrscheinlich, und alle anderen spielen eher unter ihrem Niveau. Wenn man aber jetzt die ganze letzten Jahre sieht, finde ich schon, muss man sagen, okay, wie oft wurde er Deutscher Meister, wie oft hat die Champions League gewonnen, und es ist, glaube ich, trotzdem, wenn wir jetzt nur heute nehmen, sicherlich unter seinem Niveau. Aber wenn man jetzt die ganze Zeit zurückschaut, trotzdem immer noch ein Weltklasse-Spieler, in meinen Augen. Jetzt haben die Bayern ja noch die Chance, in einem Wettbewerb die Saison zu einem versöhnlichen Ende zu führen. Es geht in der Champions League gegen Arsenal London. Seht ihr sie in der Favoritenrolle? Glaubt ihr, es ist ein 50-50-Spiel? Oder doch knapp? Dafür können wir unser neues Umfragentool benutzen. Und, gerne mal hier machen. Was glaubt ihr, Mia? Oh, also aktuelle Form ist, glaube ich, Arsenal fast in der Favoritenrolle, wenn wir nur wirklich die Momentaufnahme betrachten. Wenn man sich die letzten Begegnungen von Bayern gegen Arsenal ansieht, da denken Arsenal-Fans wahrscheinlich nicht ganz so gerne dran. Für mich ist es relativ offen, aber auch, weil jedes der letzten Bayern-Spiele für mich total offen war. Das ist an sich schon, also an und für sich irgendwie schon absurd, aber für mich ist Bayern aktuell irgendwie eine der größten Wundertüten der Bundesliga fast, weil in einem Wochenende verlieren sie gegen den VfL Bochum, 3 Wochen später gewinnen sie 8-1 gegen Mainz, die eigentlich davor auch ganz gut drauf waren und vor allem irgendwie ein ekliger Gegner eigentlich sind. Also ich weiß es nicht, man muss aber natürlich dazu sagen, dass der Turnierbaum für die Bayern, selbst wenn sie gegen Arsenal weiterkommen, jetzt auch nicht gerade schmeichelhaft aussieht. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern Champions League Sieger wird. Wäre natürlich eine ganz geile Story, wenn Tuchel sich mit dem Titel verabschiedet. Aber ich glaube, gerade das kann für Bayern ein großes Plus gerade sein, dass ihn, glaube ich, keiner aktuell so wirklich auf dem Schirm haben, auch vor allen Dingen national. Ich glaube, es wird wirklich ein enges Ding, weil Arsenal ja auch in England in der Premier League gerade gut performt. Aber ich glaube, es kann schon auch für München, für Bayern eine Möglichkeit sein, da vielleicht nochmal doch irgendwas Großes zu erreichen. Rückspiel auch zu Hause, auch ein Vorteil? Anscheinend nicht. Ihr guckt mich alle so an, als wäre das kein Vorteil. Ich habe die Frage wirklich nicht verstanden. Ich auch nicht. So, dann habe ich genuschelt. Rückspiel zu Hause, ob das ein Vorteil ist? Rückspiel zu Hause, ja. Ja, warum nicht? Also, das hat man ja bei Lazio gesehen. War nicht schlecht. Aber das müssen doch die Profis, das müsst ihr doch sagen, ob ihr das nochmal pusht, Rückspiel zu Hause. Ich meine, ihr habt genug Champions League-Spiele gehabt. Einer von beiden. Ja, gut nicht, sorry. Ich
glaube, es ist immer ganz gut, erst auswärts zu spielen, eine gute Ausgangssituation zu schaffen und dann zu Hause mit den Fans im Rücken, ja, im vollen Stadion, da nochmal, ja, dann den Einzug, wohin auch immer, zu vergolden. Ja.